Hallo Leute und herzlich willkommen aus München. Wir empfangen Fortuna Düsseldorf zum 20. Spieltag dieser Saison. Und wir spielen mit Hoffmann im Tor. In der Abwehr haben wir Pavard, De Ligt und Hernandez. Im Mittelfeld haben wir Cuisance, Renato Sanchez und Fein. Und im Sturm haben wir Coman, Gnabry und Joshua Zirkzee. Und damit gehen wir rein in die Partie. Die Bayern mit dem Anstoß. Hoffen wir mal auf ein gutes Spiel. Schön quergelegt von Zirkzee. Da ist Zirkzee. Gut geblockt da von Düsseldorf. Gar kein Problem. Renato Sanchez mit dem Ballgewinn. Da ist Zirkzee. Und da hat er die Gelegenheit. Gut verteidigt. Und da ist Zirkzee wieder. Aber der geht in die Arme von Wolf, dem Torwart von Düsseldorf. Hernandez auf Coman. Ah, der verspringt. Da verspringt der Ball. Das hätte er besser machen können. Und jetzt geht Fein hier im Laufduell mit. Und Fein gewinnt den Ball sehr stark. Schön abgelegt von Zirkzee auf Cuisance. Und Zirkzee bekommt den Freistoß. Und das gibt eine Karte oder auch nicht. Es gibt nur die Verwarnung. Schauen wir es uns nicht nochmal an. Wir gönnen uns direkt den Freistoß. Ah, schade. Coman. Nächster Ballverlust. Düsseldorf bekommt den Freistoß. Fehlpass der Bayern. Gute Gelegenheit und es gibt die Ecke für Düsseldorf. Coman geht erstmal in den zweiten Pfosten. Gute Gelegenheit, Hoffmann. Und Hoffmann zum zweiten. Und Hoffmann. Schöner Pass auf Gnabry. Zirkzee verliert ihn. Gut gemacht von Düsseldorf. Langer Ball nach vorne. Hoffmann ist da. Und der Ball ist erstmal im Aus. Und Hoffmann ist wieder zur Stelle. Der wird ja echt immer besser. Das war natürlich ungefährlich von Düsseldorf. Düsseldorf brennt hier ein Feuerwerk an Torschancen nieder. Das gibt's ja gar nicht. Zirkzee, schön auf Coman. Coman, gut abgelegt. Jawohl. Jawohl, da ist das erste Tor. In der 23. Spielminute Tor für den FC Bayern München. Durch unseren Mann mit der Nummer 13, Joshua Zirkzee! Joshua Zirkzee! Joshua Zirkzee! Wir haben einen neuen Spielstand, FC Bayern München 1 und die Gäste aus Düsseldorf 0. Danke, bitte!
Jawohl. Zirkzee macht sein erstes Tor für die Profis bei den Bayern. Haben wir im Winter verpflichtet. Und Zirkzee hätte ihn gerne nochmal und er bekommt ihn. Zirkzee gegen Wolf und Zirkzee, das gibt's ja gar nicht. In der 25. Spielminute Tor für den FC Bayern München durch unsere Nummer 13, Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee. Wir haben einen neuen Spielstand. FC Bayern München 2. Und die Gäste aus Düsseldorf. Null. Danke. Bitte. Und direkt sein zweiter Treffer hinterher. Ist ja wunderbar. So wird's gemacht, Leute. Nächster Ballverlust von Düsseldorf. Gnabry. Cuisance. Auf Zirkzee. Ah, gut geblockt. Den wollte er auch versenken, hat er aber nicht hinbekommen. Cuisance. Gnabry, geblockt, Sanchez und da ist der Ball weg. Und Düsseldorf. Verliert den Ball. Guter Pass, aber Gnabry kann nicht ablegen auf Zirkzee. Coman bekommt ihn. Abgelegt. Kein Elfmeter. Mit Übersicht. Aber es gibt trotzdem noch die Ecke. Flanke von Zirkzee kommt rein. Gut verteidigt von Düsseldorf. Cuisance. Pavard. Ah, nächste Ecke für die Münchner. Coman. Auf Gnabry. Gnabry. Gut verteidigt. Düsseldorf. Kann den Konter nicht bringen, weil Renato Sanchez da gut verteidigt. Cuisance. Coman. Noch eine Ecke für die Bayern. Hereingabe ist gut, da ist De Ligt und den hat Wolf. Zirk C auf Cuisance. Ah, da wartet Cuisance zu lange, da ist der Ball weg. Und Düsseldorf greift an. Gut verteidigt von De Ligt. Sanchez, was das denn für ein schlampiger Ball? Kommt nicht an zu Gnabry. Düsseldorf jetzt mit dem Konter. Oh, da ist alles frei, aber der Schuss direkt in die Arme von Hoffmann. Das war ungefährlich. 3 Minuten gibt es Nachspielzeit, dann ist hier Pause. Gut verteidigt und dann ist es abseits. Oh, Fehler von Hoffmann. Gut verteidigt von De Ligt. Gibt nochmal die Ecke für Düsseldorf. Der Ball geht ganz knapp am Tor vorbei und damit gehen wir in die Pause. Die Bayern führen mit 2 zu 0. Schöne Tore von Zirkzee in Minute 23 und 25.
Da bedient fein Koman. Hat er gut gemacht. Und Koman bedient Zirk C. Kriegt er den? Ja, den kriegt er. Und in der 49. Spielminute Tor für den FC Bayern München. Durch unseren Mann mit der Nummer 13, Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee. Wir haben einen neuen Spielstand. FC Bayern München 3 und die Gäste aus Düsseldorf 0. Danke, bitte. Da macht er direkt seinen Hattrick. Wer hätte es denn gedacht? Gegen Düsseldorf. Der Typ ist eine Maschine. 67er Bewertung. Aber der geht richtig steil. Komplette Maschine, ich sag's euch. Gut geblockt. Ohne große Probleme. Zirk C, schöner Pass auf Gnabry. Zirk C geblockt. Fein mit der Hereingabe. Kopfball. Knapp vorbei. Düsseldorf wechselt aus. Zirk C kommt da aus dem Abseits. Und für Düsseldorf geht's in der nächsten Partie zu Hause gegen die Hertha aus Berlin. Und wir müssen nach Bremen. Alcázar ist jetzt bei Chelsea unter Vertrag. Alles klar. Das war es ja nochmal wieder komplett. Ah, schade. Da kommt Zirk C nicht durch. Den wollte er aber auch machen. Schön verteidigt von Hernandez. Schön in den Lauf von Coman gelegt. Oh, Riesengelegenheit. Aber der Ball geht am Tor vorbei. Abstoß Düsseldorf. Der Pass ist gut. Aber noch besser verteidigt von der Abwehrkette der Bayern. Gnabry. Gnabry, der ist schnell. Und der ist richtig schnell. Gnabry. Und es gibt die Ecke. Für die Bayern. Ja, wir bringen Havertz für fein. Das können wir machen. Koman mit der Hereingabe. Nächste Ecke. Für Cuisance kommt Tolisso. Nicht schlecht. Die Quote von Zirk C. Koman, nächste Hereingabe. Gut verteidigt. De Ligt. Wieder verteidigt. Da zieht er ab und den hat der Torwart. 20 Minuten noch zu spielen. Dann ist die Partie hier zu Ende. Und Zirk C kann sich dann auf jeden Fall feiern lassen. Nach seinem Hattrick. Schön gemacht von Gnabry. Ah, Havertz zu schnell. Wir werden auch noch Ab für Zirk C bringen. Bei der nächsten Gelegenheit. Ah, schade. Per Hacke, das funktioniert noch nicht so gut.
Schöner Ballgewinn von Renato Sanchez. Der lange Ball auf Gnabry kommt nicht an. Schön verteidigt von De Ligt. Düsseldorf kann es gut rausverteidigen. Eigentlich ganz gut geblockt von Havertz, doch der Ball im Nachsetzen wieder bei Düsseldorf. Zehn Minuten gibt's noch. Schön gesehen von Coman auf Gnabry gelegt. Ah, gute Gelegenheit. Und jetzt gibt's Standing Ovations für Joshua Zirkzee. Düsseldorf wechselt auch nochmal aus. Jetzt kommt der Wechsel der Bayern. Standing Ovations für den Mann, der hier sein Hattrick gemacht hat. Nicht schlecht gemacht von Joshua Zirkzee. Und ab jetzt für ihn auf dem Feld. Coman kann absolut nicht mehr. Und das ist böse gemacht von Coman. Und dafür gibt es Gelb. Da hat er Glück. Wenn er Pech hat, ist er für Bremen dann gelb gesperrt und kann nicht spielen. Düsseldorf kommt nochmal über die rechte Seite. Schön verteidigt von Tah. Es gibt die Ecke für Düsseldorf. Und Hoffmann ist da, wo er sein muss. Und der Ball geht weit über den Kasten. De Ligt. Auf Havertz. Havertz, kann er sich da durchsetzen? Es gibt den Freistoß für ihn, okay. Sanchez auf Tolisso. Und er zieht einfach mal ab. Knapp drüber. Gar nicht mal so eine schlechte Idee. Drei Minuten gibt es obendrauf. Dann war es das mit der heutigen Partie. Unten geht Coman. In der Mitte ist ab. Er bekommt ihn nicht. Es gibt den Einwurf für die Bayern. Havertz auf Coman. Der bringt den Ball herein. Und Düsseldorf klärt direkt. Und der Schiedsrichter gibt Vorteil. Und das müsste es gewesen sein, das war's. Die Bayern gewinnen zu Hause mit 3:0 gegen Düsseldorf. Und Joshua Zirkzee ist Spieler des Spiels. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in Bremen wieder. Bis dahin, ciao, tschüss, macht's gut und haut rein.